Hier ist Smartport TV heute nicht aus dem Hamburger Hafen, sondern wir sind in Rostock. Denn hier auf dem Universitätsgelände von Rostock lässt die HPA die großen Containerschiffe im Windkanal testen. Ich habe eine Expertendelegation der Hamburg Port Authority nach Rostock begleitet. Die Windkanalversuche stellen Testmessungen dar. Mit den ausgewerteten Daten sollen Abläufe, zum Beispiel beim Festmachen der größten Containerschiffe, optimiert werden. Es ist so, dass der Hafen, speziell unser Projekt Finkenwerder Veele, vor der neuen Herausforderung steht, die Finkenwerder Veele vor Airbus, die Großschiffs, anzupassen für die nächsten Schiffsgenerationen. Wir untersuchen, welche Effekte es da ergibt und wie wir am besten unsere Verteuerung anpassen können. Das heißt, bringen wir vorne mehr Leinen aus, reicht es hinten, wenn wir weniger Leinen haben, müssen wir unsere Schiffe vielleicht am Finkenwerder Veele ein bisschen nach vorne, nach hinten versetzen, um einfach die optimale Verteuerung hinzubekommen und auch mit weniger Verteupunkten auszukommen, also mit weniger Verteudalgen. Die Universität Rostock arbeitet eng mit dem Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung zusammen. Bevor wir den Windkanaltest durchführen, schauen wir kurz auf die Modellanfertigung. Die Herausforderung an dieser Geschichte war ja, dass wir ein Modell bauen sollten, was quasi wie ein Lego-Baukasten werden. Dass ich einen Bausatz habe, mit dem ich verschiedene Schiffe nachbilden kann, deswegen verschiebbare Deckshäuser, mit dem ich verschiedene Beladungszustände nachbilden kann, deswegen verschiedene Containerstapel, die dann hinterher an verschiedenen Stellen auf dem einheitlichen Rumpf fixiert werden. So, jetzt geht's in den Windkanal. Bei der Verteuerung der großen Containerschiffe ist eben ein ganz entscheidendes Moment, ein entscheidender Faktor, die Frage, wie kann möglicher Wind sozusagen an die Schiffe rangehen. Können wir das an dem Modell ein bisschen nochmal erklären? Da kann man es vielleicht ganz gut erklären. Also wenn man die ganze Fläche mal so ein bisschen betrachtet, das sind im extremsten Fall 18.000 Quadratmeter. Wenn sich das mal so ein bisschen vorstellt, 400 Meter Länge, 18.000 Quadratmeter, da entsteht eine unheimliche Kraft. Wir versuchen ja vorhandene Infrastruktur so bestmöglichst auszunutzen und das auch mit digitalen Mitteln. Und es gibt an dieses Projekt, schließt ein Projekt an, ein Verteuerprogramm zu erstellen für den Hamburger Hafen, wo quasi die Lotsen, die jetzt schon mit ganz viel Technik ausgestattet sind und die Nautilus-Zentrale die Möglichkeit haben, noch besser die Liegeplätze für solche Containerschiffe abzuschätzen und einzurichten, wie sie die ausstatten wollen, mit welcher Verteuerung. Und jetzt haben wir die Situation draußen, Windkanal, dass quasi im Hamburger Hafen Orkan wäre. Bei diesen Geschwindigkeiten schon fast doppelt ein Orkan. Doppelt sogar? Ja. Wir können mit den 60 Metern pro Sekunde, die wir erreichen, das ist ungefähr umgerechnet auf 240 Kilometer pro Stunde. Ja. Und das sind dann etwa zweimal die Windstärke 12. Wie schnell können Sie dann die Ergebnisse der finalen Auswertung tatsächlich dann nutzen, um es konkret im Hamburger Hafen anzuwenden und umzusetzen? Also parallel zu diesen Untersuchungen im Windkanal haben wir uns ein spezielles Verteuerprogramm angeschafft. Und dieses Verteuerprogramm müssen wir jetzt mit Daten füttern. Und wir warten sehnlichst auf diese Daten, um dieses Programm weiter zu füttern. Nebenbei gehen da auch Daten vom DWD ein, Windmodelle ein, noch andere Daten, sodass wir Ende des Jahres verlässliche Aussagen treffen können. Das war mein Ausflug nach Rostock in den Windkanal. Ihnen eine gute Zeit in Hamburg. Sagt mal tschüss.